Diabetes mellitus, umgangssprachlich auch Zuckerkrankheit genannt. Das ist eine chronische Stoffwechselerkrankheit. Ich unterscheide da den Typ 1 vom Typ 2. Der Typ 1 Diabetes tritt meistens schon im Jugendalter oder im Kindesalter vielleicht sogar schon auf. Da kommt es zu einem absoluten Mangel am Hormon Insulin. Warum ist das so? Es ist oft eine Fehlreaktion vom Immunsystem und da wird die insulinproduzierende Bauchspeicheldrüse wird einfach nach und nach ja kaputt gehen, die geht zugrunde und es kann einfach kein Insulin hergestellt werden, das den Blutzucker wieder herabsenkt. Diese Patienten müssen dann ein Leben lang in der Regel Insulin spritzen. Woran erkenne ich jetzt so einen Diabetes? Das äußert sich oft durch starken Harndrang, also ich muss Pipi machen. Ja. Ich habe Durst. Ich habe Durst ohne Ende. Ich habe einen komischen Geschmack im Mund. Ich habe Müdigkeit. Ich habe trockene Haut und bin ständig erkältet. Das könnte natürlich ein Hinweis darauf sein, dass du Diabetes hast. Hast du nur den leisesten Verdacht, dann geh natürlich zu deinem Arzt. Ja. Dann gibt es den Typ 2 Diabetes. Da geht es eher um ungesunde Ernährung, ja, moderner Lebensstil, wenig Bewegung, schlechtes Futter. Ja, also Übergewicht, das erhöht einfach das Risiko für den Typ 2 Diabetes und dadurch ist einfach zu viel Glucose im Blut. Jetzt stell dir vor, du hast an deinen Erythrozyten, an deinen roten Blutkörperchen, stell dir vor, das rote Blutkörperchen ist ein Auto, wenn du ständig Zucker zu dir nimmst, einen Anhänger aus Zucker dranhängen. Wie gut wird dein Blut wohl fließen, wenn da überall ein Anhänger dran ist? Denk mal an den Traffic Jam, also an den normalen Straßenverkehr, das kann nicht gut sein. In diesem Sinne, was mache ich dagegen? Auf der einen Seite natürlich mehr bewegen, damit ich diese Glucose, den Zucker, besser verbrennen kann. Auf der anderen Seite halt gleich gescheit ernähren. Reicht das nicht aus, dann brauche ich blutzuckersenkende Medikamente. Das ist in der Regel Metformin, es gibt noch ein paar andere. Oder wenn das nicht ausreicht, weil viele machen keine Diät, viele stellen ihr Leben einfach nicht um, dann brauche ich vielleicht auch Insulin, was das Leben etwas komplizierter macht. Ein einfacher Bluttest kann zumindest mal einen Hinweis darauf geben, selbst schon in der Apotheke, ob die Möglichkeit besteht, Diabetes zu haben. Die Diagnose erfolgt dann selbstverständlich bei deinem Arzt und dann Diabetologen, in der Hoffnung, dass du es nicht hast. In diesem Sinne, mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wer mir ein Abo schenkt, darf Jan zu mir sagen, zieht den Mundwinkel nach oben. Love, peace, bye. Mm-hmm.